Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Manchester City, Leute. Heute geht es gegen Aston Villa erstmal. Danach geht es gegen Sunderland im Carabao Cup weiter. Ich glaube, wir lassen jetzt hier gegen Aston Villa, ist ein Aufsteiger, nochmal die B11 spielen, gegen Sunderland dann mit Bestbesetzung. Danach Southampton und dann geht es gegen Liverpool, hier Topspiel, obwohl Liverpool momentan diese Saison sehr, sehr schwach ist, Leute. Lasst mir mal gerne ein Like da, lasst mir mal gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, wenn mal gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, ihr wisst Bescheid, macht die 1 Milliarde Likes voll. Aston Villa auf Platz 17, Liverpool auf 13, Arsenal auf 12, naja, wir auf 3. Wir müssen jetzt weiter an Chelsea anschließen, denn wir haben bislang noch kein Spiel verloren. 5 Punkte sind die vor uns, aber wir spielen gegen Chelsea demnächst. Können wir das alles klar machen, Leute. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Nice Designs sind in schwarz und weiß. Als T-Shirts, Pullover gibt es in orange, rot, grün und in blau, Leute. In den 4 Camouflage. Checkt es aus, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Viele weitere Designs, die neuen Nice Designs und so weiter. Viele andere Sachen. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice. LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen gibt es auch, Leute. In orange, blau, rot und grün. Und gratis Autogrammkarte. Gibt es auch noch zur Bestellung dazu. Also, wer Lust hat, gerne abchecken, Mann. Ich würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich bei euch für eure Unterstützung. Und dann gucken wir doch mal. Wir gehen mit B11 rein gegen... was machen wir jetzt? Laporte ist ja jetzt eigentlich wieder in der Startelf. Da muss eigentlich Varane in die B11, ne? Nein, 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 nicht Rodri. Jetzt habe ich Rodri reingepumpt. Wo ist Varane? Varane? Ah, ganz hier hinten. So, zack. Kommt Varane rein in die B11. Gut, so werden wir es, glaube ich, erstmal machen. Einfach ein Varane, einfach ein Dele Alli, einfach ein Sané in der B11. Gut. Kann man mal machen, Leute. Ich glaube, Dele Alli ist ja hoch auf 85. Kann das sein? Ja, nice, Alter. Okay, ab geht's gegen Aston Villa, Leute. Aufsteiger müsste auch mit der B11 möglich sein. Zuletzt 2 Niederlagen, 1 Sieg gegen Burnley, gegen Norwich und Brighton verloren. Und gegen uns auch verloren. Leroy Sané, Doppelpack. Nice. Jesus trifft ebenfalls. Sehr geil. Jetzt haben wir natürlich das Problem, Alter. Silva hat letztens einen Doppelpack gemacht, der ja für Sané reinkam, wo Sané sich verletzt hatte. Und jetzt hat Sané aber auch wieder einen Doppelpack gemacht, Alter. Meine Fresse, Alter, das ist Krise. Das ist richtig Krise, Mann. Was sollen wir jetzt machen, ey? Die machen beide hier einen Doppelpack, ey. Sind beide gleich gut unterwegs gerade, ey. Meine Güte, Mann. Egal, nächste Trainingsseite erstmal. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich weiß noch nicht, Leute. Müssen wir mal gucken. Vinicius geht hoch, Zinchenko und Rice geht ebenfalls hoch. Sehr fresh. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. So, Rodri, ich bin enttäuscht. Junge Rodri, der nervt mich langsam. Jedes Spiel, wenn er einmal nicht spielt, dann regt er. Ey, der ist sofort beleidigt, weil er nicht gespielt hat einmal, ne? Nervt ein bisschen. Ich hasse sowas, wenn Spieler sich direkt nach einem Spiel, wenn die mal draußen sind, direkt immer melden. Na gut. Also, 4. Runde. Carabao Cup gegen Sunderland. Die anderen Begegnungen sehen wie folgt aus. West Ham hat sich gegen Chelsea durchgesetzt. Letzte Runde gegen die Wolves spielen die. Tottenham gegen Norwich, das heißt mit Tottenham eigentlich nur noch und Man U, 2 Top-Teams dabei und wir natürlich, das war es dann eigentlich, Man U gegen Everton. Sonst relativ viele Underdogs, also Liverpool schon raus, Arsenal schon gegen uns rausgeflogen, Chelsea schon rausgeflogen, einige Top-Teams rausgeflogen. Wir gehen mit Bestbesetzung rein. Neymar hat eine schlechte Form, Alter, was ist da los, Neymar? Was ist da los, Neymar? Ab geht's gegen Sunderland, das Heimspiel, ne, auswärts, Alter, scheiße. Das schlechtere Team irgendwie immer auswärts rechts im Carabao Cup, kann das sein? Die haben, glaube ich, bisher, obwohl Arsenal war auch auswärts. Ich weiß nicht, ob es das gibt, Mann. Ob irgendwie der Zweit- oder Drittligist immer Heimrecht hat, keine Ahnung. Naja, ab geht's. 5-0 gewonnen gegen Morecambe. Nicht schlecht, Alter. 3-1 gewonnen. Wir gewinnen das Ganze hier easy. Rodri, McNulty, De Bruyne und Sterling verbessern sich da noch. Treffen noch. WTF, was für verbessert? Verbessert hoffentlich dadurch. Wir wollten ja eigentlich auch noch unseren Jugendspieler jetzt bald mal demnächst verpflichten. Das werden wir, glaube ich, machen. Eigentlich wollte ich das in der letzten Folge machen, aber irgendwie haben wir das immer noch nicht gemacht. Ja, wir warten noch ein bisschen. Ich denke mal, der würde eh kaum spielen, wenn wir jetzt verpflichten würden. Von daher warten wir da nochmal ab. Oh, wir müssen uns jetzt bald melden von Wales. Gott sei Dank kam die Nationaltrainer-Offerte. Okay, wir haben den 1.11. Wir müssen uns jetzt melden und zwar bei Frankreich. Ablehnen. Bis wann? Bis zum 8. Oh, wir müssen uns bis zum 8. November gemeldet haben. Okay, Leute, ich denke mal, wir kriegen jetzt kein Angebot. Leider erstmal mehr von England. Wir gucken mal, was hier bei unseren Jugendscouts, bei unseren Jugendspielern abgeht. Ich denke mal, dass wir erstmal kein Angebot mehr bekommen werden.
von England. Und bevor wir jetzt die ganze Zeit gar kein Nationalspieler sind, würde ich sagen, nehmen wir das Ganze von Frankreich an, Leute. Pressekonferenz steht erstmal an vor dem Spiel gegen Southampton. Also ich denke mal, wir werden das machen, Leute. Ich meine, Frankreich-Nationaltrainer ist ja auch nicht verkehrt. Kann man mal machen, Leute. Und wenn wir dann irgendwann ein Angebot kriegen sollten von England, nehmen wir das sofort an, weil ich würde ganz gerne England-Nationaltrainer werden. Dann gucken wir mal. Hoffen Sie, dass die Niederlagenserie weitergeht. Niederlagenlosen Serie. Was für eine Niederlagenserie. Wir sind zuversichtlich, dass die Serie weitergeht. Wir sind aus guten Gründen unbesiegt. Zahlenspielchen interessieren mich nicht. So. Nach den wechselhaften Leistungen, die Sie jetzt gezeigt haben, scheint es jetzt kaum möglich, um die Meisterschaft mitzuspielen. Hä? Erstmal sagt er eben, das ist geil, dass wir keine Niederlagen haben, und jetzt sagt der Wechselhafte, naja gut, das sind die Journalisten hier. Versuchen müssen wir es. Wir sind 4 Punkte oder 5 Punkte hinter Chelsea. Was erzählen die? Das ist wieder komisch, Alter. Mein Liebe, können nicht mitspielen, Alter. Schließlich gilt Manchester City deutlich besser als Southampton, das stimmt auf jeden Fall. Diesen Gegner zu unterschätzen, ich weiß ständig, meine Jungs spielen trotzdem großartig, man darf keinen Gegner unterschätzen. Meine Jungs spielen trotzdem großartig. Wir sind sehr glücklich, das ist schon mal, Alter, fast voll die Moral bei uns. Das ist sehr, sehr geil. Wir müssen gucken. Ich glaube, ist hier nach schon wieder Länderspielpause? Nee, hier nach ist nicht Länderspielpause, oder? Lass mal ganz kurz gucken. Hier nach. Nee, geht's gegen Donetsk. Danach geht's gegen Liverpool. Wann ist die nächste Länderspielpause? Hä? Kommt keine mehr? Oder ist die hier? Ist die Länderspielpause hier, ne? Ah, hier ist die Länderspielpause. Okay, dann müssten wir uns, wie gesagt, bis zum 8. November melden. Das heißt, das Spiel gegen Southampton werden wir abwarten, gegen Donetsk auch noch. Und nach dem Spiel gegen Donetsk werden wir uns dann melden und den Nationaltrainerposten von Frankreich annehmen. Es sei denn, wir kriegen noch eins von England bis dahin. Ich glaube eher nicht. Wir sind Zweiter. Wir sind 2 Punkte hinter Chelsea. Ich habe eben 5 gesagt. Was erzählen die denn? Das ist wieder unfassbar, Mann. Meinen die Meisterschaft ist nicht mehr möglich? Hä? Was ist los mit euch? Egal, ab geht's gegen Southampton. Jetzt müssen wir aber weiter gewinnen, weil momentan läuft es in der Liga gut. Wir haben die letzten 3-4 Spiele alle gewonnen. Und es geht so weiter, Alter. Let's go. Neymar trifft. Das sollte die Form von Neymar hoffentlich auch wieder ein bisschen verbessern. Hatte zuletzt ja keine optimale Form. 2-0 gewonnen. Rashford trifft auch noch. Nice, Digga. Der 5. Sieg oder so in Folge. Läuft bei uns, würde ich sagen. Läuft immer absolut bei uns. In der Champions League haben wir auch bislang jedes Spiel gewonnen, obwohl wir da... Na gut, die ersten 2 Spiele nicht. Letztes Spiel mit B11 gespielt. Upamecano und Vinicius gehen hoch. Vinicius sogar schon von 80 auf 81 hochgegangen. Alter, läuft. Atalanta. Bergamo macht aber Action. Ne? Die haben 6 Punkte. Na gut, ich sag mal so. Die beiden anderen haben 1 Punkt. Oh, scheiße. Wir müssen aufpassen, dass kein Spieler uns weggescoutet wird. Oliver Price. Achso, das waren die gar nicht, die unsere Jugendmannschaft sind. Das waren die, die unsere Scouts gescoutet haben, die wir aber nicht in unsere Jugendmannschaft geholt haben. Nationaltrainer Fährte von Frankreich. Ich dachte gerade, ich habe nur Nationaltrainer Fährte gelesen. Ich dachte, da kommt jetzt ein neuer, Alter, von England oder so. Oh Mann, ey. Was? Haben die es zurückgezogen? Oh Mann, oh mein Gott. Wir müssen es, glaube ich, jetzt akzeptieren. Weil die schreiben jetzt hier, dass wir das Schweigen dann sonst so interpretieren müssen, dass sie kein Interesse daran haben, Frankreich zu trainieren. Okay, komm, wir nehmen das jetzt an, Leute. Wir werden Frankreich-Trainer, Leute. Let's go. Ist ja nicht schlecht, Frankreich-Trainer. Wie gesagt, wenn irgendwann ein Angebot von England kommt, dann werden wir das auf jeden Fall annehmen, weil ich ganz gerne Englands Nationaltrainer hier natürlich wäre. Aber man kann nicht alles haben, Leute. Man kann leider nicht alles haben, und ich will die nächste Länderspielpause ungern verpassen. Die würde ich schon ganz gerne mitnehmen, weil wir jetzt schon 2 Länderspielpausen gar nichts dann hatten. Was erhoffen Sie sich von diesem Spiel? Mich interessieren nur Sie. Wir wollen auch diesmal gewinnen. Wir wollen auch diesmal gewinnen, natürlich. Ganz klare Sache. Unterschätzt Ihre Mannschaft den Gegner? Natürlich nicht. Diese Gegner sind zu unterschätzen, ist verständlich. Meine Jungs spielen trotzdem großartig. Sehr glückliche Moral. Perfekt. Aktuell sind Sie richtig gut drauf. Gehen Sie davon aus, dass es auch in den nächsten Spielen so weitergehen kann? Aber natürlich, wir können noch mehr. Wir müssen uns konzentrieren. So muss es weitergehen, Leute. Okay, ich bin gespannt, Alter. Mit Frankreich wird, glaube ich, geil. Aber es gibt, das haben wir schon in anderen Karrieren gesehen, leider keine Pressekonferenzen. Also habe ich bislang noch nicht gesehen. Vielleicht kommen die mal zu einer EM oder zu einer WM. Aber sonst habe ich bislang noch leider keine Pressekonferenzen vor dem Länderspiel gesehen, was ich eigentlich schade finde. Aber das ist schon geil, Alter. Na egal, nächstes Spiel, Leute, steht an. Sané ist auch übrigens hochgegangen auf 87 gegen Schachtjo Donetsk. Und wie gesagt, die beiden haben 1 Punkt, Donetsk und Zagreb. Das heißt, es sind noch 3 Spiele, klar, es sind noch 3 Spiele zu spielen, aber es sind ja auch nur noch 9 Punkte jetzt zu vergeben. Das heißt, wenn wir das Spiel jetzt gewinnen sollten, dann sind wir schon safe durch. Ja? Ob Platz 1 oder Platz 2 ist natürlich dann die andere Frage, aber dann sind wir auf jeden Fall safe durch. Ab geht's gegen Schachtjo Donetsk, 1-0 gewonnen.
knappes Ding. Cancio trifft, der sich bislang leider noch nicht so wirklich verbessert hat. Ne? Ich hoffe mal, der wird sich in Zukunft noch ein bisschen verbessern. Und jetzt steht das Topspiel gegen Liverpool an. Oh, wir sind Erster sogar, Alter. Geil. Oh, gegen Deutschland direkt Länderspiel, Alter. Geil. Gegen Irland und gegen Deutschland. Boah, das ist natürlich nice. Boah, Junge, was stehen für Spiele an? Liverpool, Deutschland, Chelsea, Man U. Oh, gegen Derby County geht's im Carabao Cup weiter, dann Arsenal, Junge. Mal schauen, wer hier noch drin ist. Man U ist noch drin gegen Preston North End. Na gut, das ist natürlich ein Freilos. Es könnte also hinterher darauf hinauslaufen, Man U gegen City im Finale. Das ist natürlich mega. Da würde ich feiern, Alter. Man U gegen City im Finale. Ja, lässt sich einrichten, würde ich sagen. Punktgleich mit Chelsea sind wir, by the way, aber bessere Tordifferenz. Ah, wir müssen den Kader noch abgeben. Für die Nationalmannschaft Benzema einfach nicht dabei, Alter. Shit, sollen wir Benzema wieder mitnehmen? Ist die Frage jetzt, ich glaube ja. Na komm, wir nehmen Benzema mit. Lacazette auch nicht dabei, Alter. Junge, hier gibt es aber wieder zu krasse Spieler, ohne Witz. Man hat hier wieder zu krasse Spieler. Wir nehmen mal Matuidi raus, der ist zu alt. Martial auch, Alter, hier sind... Oh mein Gott, Alter, du hast wirklich zu heftige Spieler, kann das sein? Wir nehmen mal Martial noch mit. Scheiße, die waren da, Leute. So, geben wir erstmal den Kader ab, ey. Man hat wieder zu heftige Spieler, ohne Witz. Das war's erstmal von der heutigen Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, danke, dass sie mir die Chance gegeben haben. Hä? Dass sie mir... Was? Der hat doch gar nicht gespielt. Naja, das war's erstmal von der heutigen Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, lasst mir gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, wie immer gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Check wie immer gerne noch den Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß. Als T-Shirts, Pullover gibt's in rot, grün, orange. Ohne blau. In 4 Camouflage-Farben, Leute. Checkt es gerne aus. Wenn ihr Bock habt, noch viele weitere Designs. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice. LED-Lampe haben wir noch am Start. Die Handyhüllen gibt es auch in Orange, Blau, Rot und Grün in den 4 Camouflage-Farben. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch zu eurer Bestellung dazu. Also wer Lust hat, gerne abchecken. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid am Start, Leute. Dann geht's gegen Liverpool. Macht's gut. Haut rein und ciao.